بيرو قال لي عفرينة للشهبة وقت حفظ جياد ورضا جيان ديكيان دي عفرينة leben in Shahba wie Gefangene. Also zwischen Shahba und Aleppo sind nicht mal 20 Minuten, aber trotzdem werden die Ausweise kontrolliert. Wir rufen zurzeit alle auf, besonders die Frauen und für die Frauen, dass die Frauen aufstehen für Afrin. Wir haben mit dieser Kampagne begonnen. Und weil wir gemeinsam das Problem haben, das ist uns alle eins. Das Leiden jeder Frau ist mein Leiden und mein Leiden ist das Leiden von allen Frauen. Und wir sehen, die Kinder werden jetzt Afriner Kinder werden behindert geboren. Wir müssen unsere Stimme erheben, dass wir uns einigen, dass wir durch unseren Willen die Grenzen abschaffen. Für die Schutz der Menschheit müssen wir kämpfen. Ich muss jetzt beenden, ich möchte nicht weiter, aber ich bitte, dass alle sich an der Kampagne für Afrin beteiligen. Wenn Sie Fragen haben, würde ich gerne beantworten. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben